Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier für Börse Stuttgart TV, direkt vom 8. MiFID-Kongress. Das große Thema Regulierung für Politik, Anlegerschutz, das Zusammenspiel zwischen Politik, Marktteilnehmern, Aufsicht und Regulierern. Darüber will ich sprechen mit Joachim Kößler, Mitglied des Landtages für die CDU. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Kößler. Thema Aufsicht, da haben Sie sich zu geäußert. Da ist auch einiges jetzt gerade im Umbruch, wenn wir nach Frankfurt schauen, zum anderen Finanzplatz, von Stuttgart nach Frankfurt, mit dem Sie nicht so ganz zufrieden sind. Denn die Aufsicht, gerade was die Banken anbelangt, die landet bei der EZB. Die Bundesbank und die BaFin haben da eher das Nachsehen. Kann man da noch gegensteuern oder ist der Zug abgefahren? Also wir müssen ein Stück gegensteuern. Dann ist es auch wichtig, dass die Bundesbank, ich komme ja von der Bundesbank, ein Stück weit auch Bankenaufsicht mitmacht. Mit dieser hohen Kompetenz und mit dieser Erfahrung brauchen wir auch die Bundesbank. Und es ist schwierig, sagen wir mal, den Einfluss von Europa zu stoppen. Im Augenblick sieht es ja so aus, dass die EZB im Grunde die ganze Bankenaufsicht dominiert, nicht nur von den Vorschriften her, sondern auch ganz praktisch für die systemrelevanten Institute. Und ich befürchte, dass nicht nur die Verordnungen zentral in Frankfurt gemacht werden, sondern dass auch die gesamte Bankenaufsicht, die materielle Bankenaufsicht ausstrahlt auf die Institute vor Ort. Jetzt ist im Augenblick ja geklärt, dass die Institute in Deutschland, die nicht systemrelevant sind, von der BaFin beaufsichtigt werden und von der Bundesbank. Aber die Gefahr besteht, dass sich die EZB, die Bankenaufsicht in der EZB weiter ausdehnt. Vor allem die großen 120, die systemrelevanten, die werden eben von der EZB beaufsichtigt. Ja. Sehen Sie da nicht auch in dieser Doppelrolle ein Minenfeld von Interessenkonflikten? Wir haben jetzt hier ein Haus, was sich einerseits um die Geldpolitik kümmern muss und gleichzeitig zwar dann lokal woanders örtlich um die Aufsicht kümmern muss. Das ist nicht gerade ein leichtes Unterfangen, was man da vorhat. Es gibt eine klare Trennung, wie ich weiß, aus der Bundesbank zwischen Bankenaufsicht und Geldpolitik. Es gibt nur ein Direktoriumsmitglied der Bundesbank oder ein Vorstandsmitglied, das überlappt ist, die Frau Lautenschläger. Aber sonst sind die ganzen Informationsflüsse getrennt. Sonst wird natürlich im Grunde einerseits die Geldpolitik von der Bankenaufsicht oder sagen wir von dem Bankengeschehen zu stark beeinflusst. Und Geldpolitik hat nur was damit zu tun, dass die Geldwertstabilität erhalten ist und soll nichts zu tun haben mit dem Bankensystem. Ja, das war mal so. Das war mal so. Aber jetzt gibt es dicke Mertes und andere Kanonen, aus denen geschossen wird. Stichwort Liquiditätsspritzen. Frage, ob das noch klassische Geldpolitik ist, ja oder nein. Aber die Pferde will man nun zum Saufen bringen. Die Banken will man dazu bringen, dass sie mehr Kredite vergeben. Gleichzeitig sollen die gleichen Banken aber die Hausaufgaben machen und die Eigenkapitalanforderungen erfüllen. Das klingt nach der Quadratur des Kreises ein bisschen. Also es geht nur mit einer strengen organisatorischen Trennung. Und die Bankenaufsicht ist ja vor allem das BaFin für uns in Deutschland zuständig und trifft auch die hoheitlichen Entscheidungen. Sodass da eine Trennung da ist. Bei der EZB ist es ein bisschen schwieriger. Da muss im Grunde genommen noch dafür gesorgt werden, dass die hoheitlichen Aufgaben der Kommission zufallen. Das ist auch so geregelt, dass die hoheitlichen Aufgaben der Kommission zufallen und nicht der Europäischen Zentralbank. Herr Kößler, noch eine Frage zum Thema, wie steht es generell im Moment um den Finanzmarkt? Wir sprechen über das Thema Regulierung, ja nicht ohne Grund, sondern weil wir vor 6 Jahren, 7 Jahren den Beginn der großen Finanzkrise hatten. Vor 6 Jahren gab es die Lehman-Pleite. Man hat also bewusst versucht, gegenzusteuern. Steht das System heute stabiler da, gerade auch die deutsche Bankenlandschaft? Also die deutsche Bankenlandschaft steht viel stärker und viel stabiler da. Man sieht es ja auch in den Stresstests, die jetzt gemacht wurden von der Bundesbank. Das steht ja noch vollends an, dass die Stresstests durchgeführt, also von der Europäischen Zentralbank die Stresstests durchgeführt werden. Und die Europäische Zentralbank hat ja gesagt, ich will, bevor ich die Bankenaufsicht übernehme, den Stresstest der Banken haben. Ich sehe im Augenblick keine Gefahr für die Stabilität des Bankensystems in Deutschland. Sie sehen also keine Durchfaller bei den Stresstests hier auf heimischem Lande? Nee, ganz und gar nicht. Ich denke, die deutschen Banken sind sehr gut aufgestellt. Was man so hört, stimmt es auch, wird es in diese Richtung gehen und das Ergebnis wird sich auch positiv zeigen. Sagt Dr.
Kößler, nein, Joachim Kößler, ohne Doktor, aber vielleicht machen Sie den noch. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Kößler. Er ist Mitglied im Landtag für die CDU und wir haben uns unterhalten über das Thema Aufsicht, was ein komplexes Thema ist und was man so schnell gar nicht eigentlich abhandeln kann. Wir bleiben an dem Thema dran. Das war ein weiteres Gespräch hier aus Stuttgart vom Haus der Wirtschaft vom 8. MIFID-Kongress. Tschüss.